Das chinesische Jahrhundert von Wolfram Elsner. Buchbesprechung. Teil 2 von 3 Teilen. Und schon geht die neueste Information los. Wir alle kennen China noch mit den Sandstürmen und dem Smog in Peking. Smogfoto Link 1. Elsner Zitat. Der allwinterliche Smog war damit nicht mehr vereinbar. Und so wurde 2014 der Krieg gegen die Luftverschmutzung ausgerufen. Link 2. Innerhalb von ca. 5 Jahren hat sich die Luftqualität in Peking drastisch verbessert. Link 3. Zitat Ende. Ökologie-Weltmeister. Elsner Zitat. Neu sind 2 zentrale Ministerien. Was den gegenwärtigen bemerkenswerten Aufstieg Chinas zur ökologischen Führungsnation widerspiegelt. Das Ministerium für natürliche Ressourcen und das Ministerium für Ökologie und Umwelt. Zitat Ende. Unter dem Titel Bäume, Bäume, Bäume erfahren wir, dass China schon 40% von dem Wald wieder angepflanzt hat, den Bolsonaro in Brasilien abgefackelt hat. Grüngürtel mit Milliarden von angepflanzten Bäumen zwischen den Wüsten und den Städten halten die winterlichen Sandstürme davon ab, die sonst bis Japan oder Südkorea den Sand geweht hätten. Chinas Devise heißt, jeder Chinese muss einmal im Leben einen Baum angepflanzt haben, aber nicht nur Bäume. Auf Pekings Dächern alleine gibt es mehr Solaranlagen als auf den Dächern von ganz Deutschland zusammen. Das gleiche mit den Windparks. In den Wüsten stehen Windfarmen bis zum Horizont. Entsprechend wurden schon hunderte Steinkohlekraftwerke abgerissen. In China fahren schon mehr E-Busse als auf der ganzen Welt. Nummernschilder für Verbrennungsmotoren werden kaum mehr ausgestellt. Elsner Zitate. In Pekings U-Bahn-Stationen stehen zum Beispiel 400 2018 spezielle Recyclingautomaten, die leere Pfandflaschen als Zahlungsmittel für ein Bahnticket akzeptieren. Weiter. 2017 wurde etwa mit dem Bau der ersten Reihen Forest City begonnen. Es handelt sich um die Stadt Liuzhou in der Provinz Guangxi. Die Stadt wird nur mit erneuerbarer Energie betrieben und ihre Bäume sollen jährlich 10.000 Tonnen CO2 sowie 57 Tonnen wassergefährdende Schadstoffe absorbieren. Zitat Ende. Das Foto zeigt einen Stadtteil von Liuzhou am Fluss einer Magnetschwebebahn. Screenshot. Gerade in der Ökologiefrage gibt es eine Fülle von spannenden Beispielen in Elsners Buch. Genug, dass China eigentlich zum Vorbild für die ganze Welt machen müsste. Weiteres Vorbildliches. Circa 400.000 Afrikanerinnen studieren bereits in China. Und mehr als 160.000 Afrikanerinnen haben inzwischen
einen chinesischen Hochschulabschluss. Denk vier weiter. Schließlich ist bemerkenswert, dass China zum Einwanderungsland geworden ist. Einwanderer sind längst nicht mehr nur rückkehrende ethnische Chinesen, sondern heute auch Asiaten und Afrikaner vieler Nationen. Weiter, eine existenzielle Unsicherheit gibt es in China heute so gut wie nicht mehr. Zitat Ende. Also nicht wie in Deutschland, Rentner in Papierkörben nach leeren Flaschen suchen. Noch zwei Elfner-Zitate. Die Firma Bosch stellt fest, dass immer mehr Innovationen aus ihren chinesischen Niederlassungen kommen und sie inzwischen fast schon mehr von China lernen als umgekehrt. Weiter. Längerfristige Datenreihen der World Intellectual Property Organization zeigen, dass China in Sachen Patentanmeldung die USA vor allem seit 2009/10 hinter sich gelassen hat und 2017 bereits 1,4 Millionen Patente angemeldet hat. USA gut 600.000, Europa unter 400.000. Zitat Ende. China hat schon einen Länder und einen Rover auf der Rückseite des Mondes. Das, was die Amerikaner nie geschafft haben. Microsoft hat seine Entwicklungsfirma seit 2006 in China. In Elsners Buch findet man schon einen Haufen Informationen über China und im Buch selber und ausführlicher. Ich habe die interessantesten mir für die Buchbesprechung rauskopiert, aber ich wollte und konnte ja nicht das Buch ersetzen. Und so habe ich 90% von den Ausgesuchten wieder gelöscht und nur diesen klitzekleinen Auszug gelassen. Aber dieser Mini-Auszug langt eigentlich auch, mit dem gezeigt wird, dass dieses Land nicht so vorgehen will wie die USA, indem sie überall in den Ländern, die sie nicht beherrschen können, dort Chaos schaffen. Jetzt räumen sie bei sich gerade aus. Chaos ist nichts anderes als der Ausdruck der Schwäche der USA. Schauen wir uns die Vergangenheit Chinas an. Exkurs: Um seinen Einfluss in Ost- und Südasien zu stärken und zu imponieren, ließ Kaiser Zhongle 1360 bis 1424 Ming 5 eine große Flotte von 300 Schiffen mit 33.000 Personen mit bis zu 9 Masten bauen, sogenannte Schatzschiffe. Ming 6 und beauftragt den Hofeunuchen Admiral Zheng He mit der Durchführung von diplomatischen Missionen, also kein Krieg. Zheng He segelte bis Mogadischu in Afrika und brachte als Geschenk für Kaiser Zhongli unter anderem eine Giraffe mit und eine Brille aus Venedig, die er in Arabien erhalten hatte. Es wird auch vermutet, dass er in Mexiko gewesen war. Jedenfalls gibt es eine chinesische Karte von 1418 mit ganz Amerika. Längs eben gegen das aufkommende Piratentum der Wukou verfügte Kaiser Jia Jing 1507 bis 1551
Lenkacht, ein Seeverbot. Schiffe durften nur noch ein Mast haben. Die Konfuzianer unter den Hofeuren haben sich wieder durchgesetzt. Das blieb das einzige außenpolitische Abenteuer von China. Kein Krieg, keine Kolonisierung. Vielleicht liegt der Unterschied zwischen den Angelsachsen und den Chinesen auch daran, dass der Peking-Mensch vor rund 780.000 Jahren bis 400.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung schon eine hohe Stirn hatte, wogegen der westliche Neandertaler in Europa noch vor 40.000 Jahren eine fliehende Stirn gehabt hatte. Und erst der moderne Mensch, Homo sapiens, in Südafrika vor 200.000 Jahren eine steile Stirn hatte. In Europa erst vor 50.000 Jahren. Zitat Wikipedia. Gewöhnlich wird jedoch unterstellt, dass sich laut der Hypothese vom multiregionalen Ursprung des modernen Menschen weitgehend unabhängig von der Entwicklung in Asien aus Homo erectus eine Variante des archaischen Homo sapiens entwickelte, so dass die Funde von Zhoukoudian dann als Homo pekinensis, Mensch aus Peking, bezeichnet werden. Zitat Ende. Link 8. Wenn der Homo sapiens in Asien schon 200.000 Jahre früher als in Afrika sich entwickelt hatte, ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn manche Elsner-Zitat-Schätzungen behaupten, dass ca. 60% des Wissens der heutigen Welt China entstammen. Zitat Ende. Wie Elsner es schreibt. Exkurs Ende. Zwei Elsner-Zitate. Chinas Erfindung auf allen Gebieten der Wissenschaft und Technik, die bis zu mehr als 1000 Jahre früher als in Europa gemacht wurden, erstrecken sich über die Druckerpresse. Punkt, Punkt, Punkt. Nächstes Zitat. China bleibt auf absehbare Zeit eine Klassengesellschaft mit mehreren hundert Millionen arbeitenden Angestellten, Dutzenden Millionen selbstständigen Gründern und einigen Millionen großer und kleiner Kapitalisten. Und dies ist notwendigerweise durch Klassenkampf geprägt. Aber wie der schon zitierte italienische Philosoph Domenico Lozzolo sagt, die Kapitalistenklasse ist nicht an der Staatsmacht und wird dies absehbar auch nicht sein. Zitat Ende. Dass China auf absehbarer Zeit eine Klassengesellschaft bleibt, werden alle Linken unterschreiben. Nur Elfner glaubt, dass der Staat und die Partei noch eine sozialistische war und ist. Und deshalb die Gesellschaft in dem Moment des Endes des Kapitalismus in den Sozialismus führen wird. Wir Internationalsozialisten denken dagegen, dass in China Staat und Partei kleinbürgerliche Monopolisten sind. Und das wird mangels äußeren Wachstums genauso wie hier geplant im großbürgerlichen Monopolismus nur zur Korruption und dann zum Untergang führen wird. Weiter mit das chinesische Jahrhundert von Wolfram Elsner, Buchbesprechung, Teil 2 von 3 Teilen.